Topfgucker TV empfiehlt. Also der Dinkelsauerteig ist was ganz Besonderes. Er braucht ganz viel Liebe. Ich will nicht sagen unbedingt Zuneigung, aber auch vor allen Dingen Zeit braucht er. Ich würde anfangen mit 50 Gramm Dinkelvollkornmehl, mit 50 Gramm Wasser. Vermisch das und lässt das über 12 Stunden an einem warmen Ort gehen. Das Ganze macht man dann dreimal. Dann nimmt man sich wieder 100 Gramm Sauerteig von diesem fertigen Teig ab und kann damit beginnen, einen Brot zu backen, einen Sauerteig zu entwickeln, woraus ich dann später das Brot backe. Also ich habe jetzt hier 100 Gramm Ansatz schon mal für Sie vorbereitet durch Zusetzen von kaltem Wasser und 300 Gramm Dinkelvollkornmehl den Sauerteig in der ersten Stufe herstellen. Das Ganze wird miteinander vermischt, so dass ich dann einen schönen festen Teig habe. So lasse ich den Teig jetzt zwischen 6 und 8 Stunden bei 25 Grad Raumtemperatur abgedeckt gehen.